euch alle groß und klein, denn Gott lässt uns nicht allein. Auf der ganzen weiten Erde soll nun Frieden sein. So klingt es, wenn Kaspar, Melchior und Balthasar vor der Tür stehen. Natürlich nicht die echten. Unter den Roben stecken Marlene, Sophie und Benjamin aus Dussenheim. Benjamin ist mit 8 Jahren der jüngste der Gruppe und macht dieses Jahr zum zweiten Mal beim Sternsingen mit. Was waren denn deine schönsten Erfahrungen? Also eigentlich war alles schön, aber es ist einfach ist alles schön. Bevor die drei um die Häuser ziehen, treffen sie sich mit Gruppenleiterin Johanna. Sie organisiert den Weg der insgesamt 7 Gruppen, die dieses Jahr in der Gemeinde unterwegs sind. Ich denke, wir brauchen relativ lange, weil es ja schon ein recht großes Gebiet ist. Sind dann alle mit Straßenplan, Weihrauchfass und Spendenbox ausgestattet, kann es auch schon losgehen. Erst singen die drei. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Dann segnen sie das Haus, übrigens je nach Vorliebe mit Kreide oder einem Aufkleber, und sammeln Spenden. In diesem Jahr geht das Geld nach Peru, um dort Kindern mit Behinderungen zu helfen. Oftmals springt auch etwas für die Sänger selbst raus, denn sie sind gern gesehener Besuch. Das ist jetzt mittlerweile so beliebt und das sind ja immer nur ein paar Kinder, die müssen also viel tun. Und da habe ich extra einen Zettel ausgefüllt, dass ich diese Tradition weiterhaben möchte. Ich finde es schon mutig, dass die das so machen und dass die rumgehen, weil ich würde mich selbst nicht trauen. Ich finde es ein schöner Brauch und auch prima, wenn die dann die Spenden alle an andere Kinder weitergegeben werden. Und diesen Brauch gibt es schon seit dem Mittelalter. Generation für Generation wurde er bis heute weitergegeben. Auch Hermann Feiling, der hier im Altenheim lebt, erinnert sich noch gut an seine Zeit als Sternsänger. Wir hatten da noch einen dabei, der spielte den Herodes. Und der hatte dann auch einen Solo-Part. Und das durfte ich dann immer nicht. Weil ich konnte, wenn ich alleine ohne Begleitung gesungen habe, nicht unbedingt die Melodie halten. Aber wie wir gesehen haben, kriegen Sophie, Marlene und Benjamin das richtig gut hin. Die drei harmonieren einfach und sind sicherlich auch im nächsten Jahr wieder zusammen unterwegs.